Die Dinge spitzen sich weiter zu und wir sind jetzt in einer entscheidenden Situation. Wir sehen auf der einen Seite, dass massiv Kapital aus Europa abfließt, weil internationale Investoren sich sagen, Europa, das ist uns zu heiß, das ist zu gefährlich, Ukraine-Krieg zu nah dran, kann übergreifen auf ganz Europa, das ist das eine. Und wir sind auf der anderen Seite in Deutschland jetzt gerade dabei, eine Art geistige Mobilmachung für diesen Krieg zu betreiben, so etwa der Springer-Chef Döpfner heute. Und jetzt geht es also so langsam um die Wurst, hat man das Gefühl. Letztendlich läuft es dann auf die Frage hinaus, wollt ihr Krieg? Seid ihr bereit für Krieg? Seid ihr bereit, dass deutsche Soldaten in diesen Krieg ziehen? Ist das das, was ihr wirklich wollt? Manche sagen, es geht vielleicht nicht anders, aber das ist jetzt wirklich eine Situation, die ziemlich weitreichend ist. Wenn man sich für diese Option entscheidet, dann sind die Folgen natürlich komplett unbekannt. Aber kommen wir zunächst mal zu dieser massiven Kapitalflucht aus Europa. Wir sehen etwa aus den europäischen Aktienmärkten ist so viel Geld abgeflossen wie noch nie in der Geschichte. Seit es diese Daten von der Bank of America gibt, die diese Daten beobachtet, diese Daten aufzeichnet. Wir sehen vor allem, dass Finanzwerte hier schwer unter Druck sind. Eine Deutsche Bank etwa, der größte Verlierer im DAX in dieser Woche. Also das ist schon enorm, was hier an Fluchtreflex da ist von internationalen Investoren. Schauen wir uns mal den DAX an. Da gab es einen einzigen Wert, der positiv war in dieser Woche. Ich glaube, Symrise ist es hier. Der DAX insgesamt 10,1% gefallen. Alleine VW jetzt 22% gefallen in dieser Woche, nachdem man eben jetzt die gesamte Produktion in Russland stillgelegt hat. Der DAX insgesamt mit dem größten Abverkauf seit dem Corona-Crash, März 2020. Also das ist doch schon ein ziemlich rotes Muster, was wir hier sehen. Das ist durchaus von Belang. Und wir sehen hier mal andere europäische Indizes. Wir sehen den Eurostox heute 5%. Wir sehen den DAX 4,4%. Wir sehen etwa den FTSE MIB, den MIB 40, den italienischen Index, minus 6%. Die Franzosen mit dem CAC 5%. Also es ist doch ziemlich krass, was da passiert ist. Wenn wir uns die Amis mal dagegen anschauen, sehen wir Dow Jones 1,2%. Hat sich jetzt vielleicht alles wieder verändert, aber ich musste diese Daten irgendwann ja mal fixieren. Der Nasdaq 1,8% etwa im Minus. S&P so irgendwo dazwischen. Also es ist deutlich weniger herb als etwa in Europa. Das ist doch ein sehr, sehr großer Unterschied. Jetzt gucken wir auch mal auf den Euro gegenüber anderen wichtigen Währungen. Zum US-Dollar 1,35. Das erste Mal seit dem Jahr 2020, dass wir jetzt unter diese Marke von 1,10 gefallen sind, sind knapp über 1,9, ein Verlust von 1,35% heute zum Euro, aber auch zum Yen 2% verloren. Yen gilt ja immer so ein bisschen als sicherer Hafen. Zum Franken verloren, zum australischen Dollar verloren, der natürlich von der Rohstoffhosse profitiert. Insgesamt der DAX minus 10% diese Woche, der CAC minus 10% und der MIB 40 12%. Also das sind schon durchaus herbe Einschläge. Jetzt haben wir gesehen, der Euro, der ist unter Druck gekommen gegenüber anderen Währungen. Jetzt sehen wir, dass der Euro immerhin die zweitwichtigste Reservewährung der Welt ist, und zwar mit großem Abstand, sowohl nach oben als auch nach unten. Der Dollar nach wie vor mit 59% führend, der Euro mit 20,5%. Dann kommt lange nichts und dann kommt der Yen, danach das Pfund. Also das ist jetzt keine Kleinigkeit, wenn die zweitwichtigste Währung der Welt hier so abschmiert. Das ist durchaus dann auch eine Überlegung für andere Notenbanken. Soll ich jetzt vielleicht auch meine Dollar, meine Euro-Position reduzieren, meine Euro-Währungsreserven vielleicht umschichten in andere Währungen wie den Yen und vor allem den Dollar? Das ist eine Frage, die man sich jetzt wahrscheinlich stellen wird. Und wir stellen uns langsam auch andere Fragen, hier zum Beispiel Logistik. Da gibt es jetzt durch den Fahrermangel, der entsteht auch durch diesen Ukraine-Krieg, der wird da zu Logistikproblemen bekommen oder könnte den Fahrermangel in einem Ausmaß verschärfen, heißt es hier, dem viele Lieferketten nicht standhalten werden. Also das ist sozusagen auch so ein Seiteneffekt. Und insgesamt sehen wir mal,
Ich hatte das schon angesprochen, Getreide, vor allem Weizen, diese Dinge, Mais, die jetzt betroffen sind, weil die Ukraine und auch Südrussland ebenso wichtige Lieferanten sind. Hier sehen wir, wer kauft denn russischen Weizen und ukrainischen Weizen? Ägypten an erster Stelle. Dann sehen wir, die Türkei ist stark betroffen. Wir sehen aber auch in Asien Bangladesch, wir sehen Afrika, Nigeria, wir sehen Asien, Jemen, Aserbaidschan. Also es ist vor allem auch der nordafrikanische Bereich, vor allem Ägypten, das ja eine sehr, sehr große Bevölkerung hat. Und wenn die unter Druck kommen, dann uiuiui, das mag man sich nicht ausmalen. Der arabische Frühling war schon auch dadurch bedingt, dass die Lebensmittelpreise damals sehr, sehr hoch waren. Und jetzt sagt sogar hier der Bundesverband Agrarhandel, Hungersnot muss abgewendet werden. Weitere Preiserhöhungen an der Supermarktkasse sind unausweichlich. In Deutschland ist es allerdings nur eine Preisfrage, keine existenzielle, zumindest jetzt noch nicht. In Schwellenländern sieht die Sache ganz anders aus. Viele dieser Länder sind mit ihrem Importbudget am Ende und es ist Zeit für die Bundesregierung hier praktisch zu helfen. Okay, wir haben heute Weizen gesehen mit neuem Allzeithoch. Es ist das vierte Mal hintereinander, dass Weizenlimit abgehandelt wird. Im Future-Bereich ist es so, wenn ein bestimmter Gewinn oder ein Verlust erreicht ist, dann wird der Handel erstmal ausgesetzt. Diesmal alles nach oben seit 4 Tagen. Deswegen der Handel ausgesetzt. Wir sehen, dass es hier mit dem Gaspreis weiter nach oben geht. Neues Allzeithoch beim Gaspreis hier beim europäischen Gas. 29%. Auch hier, glaube ich, Limit up der Future. Wir sehen, dass interessanterweise auch die Fertilizer Prices sich genauso entwickeln wie die Gaspreise, also die Düngermittelpreise, denn die sind ja auch extrem betroffen durch den Ausfall der Ukraine, durch den absehbaren Ausfall von Belarus, die ja auch von den Sanktionen betroffen sind. Und hier sehen wir mal, was die EU an Russland jeden Tag zahlt. Und das ist ziemlich deutlich nach oben gegangen. Hier der 3. März als letztes Datum, Bums. Und wenn das so weitergeht, dann wird diese Kurve weiter steigen, solange wir noch zahlen, solange die anderen noch liefern, könnte man sagen. Und vielleicht sind wir so in einem beginnenden Commodity Super Cycle. Hier sehen wir mal den Commodity Price Index, also Rohstoffpreis. 10-Year Rolling, also praktisch in 10 Jahren ist im Durchschnitt, wenn man so will. Und da könnte durchaus ein Boden erreicht worden sein, der jetzt erstmal deutlich nach oben geht. Und das ist für die Welt keine allzu besonders gute Nachricht. Denn wann hatten wir zuletzt vergleichbare Entwicklungen? Das war ja 1973, 1974, der Ölschock. Was ist damals besonders gut gelaufen? Öl, derzeit sicherlich auch, Gas natürlich. Wir sehen, Commodities waren zweitbesten gelaufen. Dann sehen wir Kupfer am drittbesten. Dann sehen wir die Inflation, die war am viertbesten, Netwater. Dann haben wir Real Estate, also Immobilien, Cash und Government Bonds. Und am schlechtesten war Tech und Growth gelaufen. Vielleicht ist das ein Muster, wenn die Dinge sich so weiterentwickeln, dass uns dann wieder begegnet sind. Jetzt zum Beispiel hier durch diese, wie soll man es nennen, das ist ja die große Frage, durch diesen Brand in diesem ukrainischen Kernkraftwerk. Die Russen sagen, nee, das waren wir nicht, wir haben Präzisionswaffen, sowas machen wir nicht. Klar, die Russen wollen natürlich die Energieversorgung in der Ukraine in die Hand kriegen, aber sind sie so wahnsinnig, dass sie irgendwie ein Atomkraftwerk bombardieren, was ziemlich nah an ihrer Grenze ist? Moskau ist auch nicht allzu weit davon entfernt. Schwer zu sagen. Jedenfalls sehen wir, dass die Leute hier so eine Art zweites Tschernobyl fürchten. Hier ein Kommentator, der sehr oft bei Finanzmarktwelt kommentiert, sagt, also heute 2 Anfragen aus Deutschland erhalten. Die wollen praktisch die Wohnung mieten, aber wollen da gar nicht hin, wenn sie nicht müssen, sondern nur, falls es eben hier irgendwie atomar ungünstig läuft. Da sagen sie, also bei diesem winterlichen Ostwind wollen sie dann nicht in Deutschland bleiben. Also das sieht man, wie die Dinge hier praktisch eskalieren. Wir sehen, dass heute unser Kanzler Scholz telefoniert hat mit Putin und der sagt, ja, ich bin immer offen für Dialog, aber Ukraine should fulfill all Russian demands. Die Ukraine sollte alle russischen Forderungen erfüllen, was ja praktisch eine Kapitulation ist. Also das ist natürlich unrealistisch. Das zeigt, dass was bringt es, ja, ihr könnt mit mir reden, aber nur dann, wenn praktisch alle meine Forderungen erfüllt werden. Das ist nicht gerade ein Zeichen, dass die Dinge sich hier zum Positiven entwickeln. Und wir sehen jetzt durch diese ganze Geschichte mit diesem Atomkraftwerk in der Ukraine ist plötzlich eine neue Eskalationsstufe, eine neue Dimension dieser ganzen Geschichte erreicht worden. Jetzt sagte Friedrich Merz, der CDU-Chef,
Also falls die Russen jetzt absichtlich Atomkraftwerke bombardieren würden, dann wäre das ja praktisch eine Attacke auch auf uns und dann müsste die NATO eingreifen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Russen wirklich scharf drauf sind, hier Atomkraftwerke zu bombardieren. Das kann ihnen selber auf die Füße fallen, außer sie sind wirklich wahnsinnig, was ich jetzt mal nicht glaube. Und dann auch eben Herr Döpfner in diesem Artikel für die Bild-Zeitung, wo er sagt, die NATO muss jetzt handeln. Wenn der Westen geschwächt ist, werden die Chinesen Taiwan annektieren. Wenn Taiwan ohne Widerstand übernommen ist, ist der Westen politisch am Ende. Deshalb müssen die NATO-Mitglieder jetzt handeln. Sie müssen jetzt ihre Truppen und Waffen dahin bewegen, wo unsere Werte und unsere Zukunft noch verteidigen werden. Zur Not ohne NATO. Hups, was hier Herr Döpfner hier vorschlägt, ist ein aktiver Kriegseintritt, auch ohne die NATO. Das muss einem einfach mal klar sein. Und dann muss jeder sich die Frage stellen, wollen wir diesen Krieg, wollen Sie diesen Krieg? Ich will ihn eigentlich nicht. Aber es gibt Situationen, wo vielleicht Krieg die einzige Wahrscheinlichkeit oder die einzige Lösungsmöglichkeit ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir nicht an diesen Punkt kommen, vor dieser Entscheidung zu stehen. Aber es ist jetzt eine geistige Mobilmachung am Start. Vor allem die Bild-Zeitung ist da ganz schwer aktiv und versuchte, dieses Narrativ zu pushen. Aber wir sollten uns der Konsequenzen einer solchen Handlung dann auch bewusst sein. Das wird kein Spaziergang auf jeden Fall. Und dann zum Beispiel hier auch ein Artikel meines Kollegen, der schreibt, Olaf Scholz und Ukraine-Krieg, wo bleibt eigentlich die Kennedy-Rede? Sie wissen, 63 Kennedy, ich bin ein Berliner. Das war damals ja einer der legendären Sätze, die praktisch ein Gamechanger waren, die eine Motivation waren, die etwas bewegt haben. Jetzt könnte Scholz ja vielleicht sich auch mal hinstellen und sagen, ich bin ein Kiewer, so schlägt habe nicht vor. Sehen Sie das ähnlich? Ich will das einfach mal offen zur Diskussion stellen. Wenn man das sagt, dann müsste man eigentlich auch bereit sein, dem Taten folgen zu lassen, jenseits von Hilfen, von humanitären Hilfen, wenn man es ehrlich meint, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Oder finden Sie das gut, finden Sie es richtig, lehnen Sie das total ab? Würde mich sehr, sehr interessieren, wie Sie dazu stehen, denn das sind ja entscheidende Fragen für unsere Zukunft, jetzt, um die es geht. Man kann es nicht anders sagen, wir müssen jetzt langsam uns gerade machen, wie die Dinge hier weiterlaufen sollen, welche Haltung wir dazu entwickeln sollen. Deswegen würde ich Ihnen diesen Artikel anempfehlen. Und wie gesagt, völlig offen für Kommentare. Denkräume sind offen, solange Sie nicht bestimmte absurde Grenzen überschreiten, wie das gelegentlich vorkommt. Und abschließend noch ein Hinweis auf einen anderen Artikel, der nochmal das Thema meines Videos, auch Flucht aus Europa, ein bisschen auf den Punkt bringt. Ich hoffe, es wird kein allzu krasses Wochenende und sage Ihnen jetzt Servus und Ciao, verweise auf die beiden Artikel, die in der Videobeschreibung unten angefügt sind. Servus, Ciao.